Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Willkommen in Aion, dem vermutlich mittlerweile einzigen deutschen Tutorial zu Aion und dem Levelprozess mittlerweile. Jo, wir sind in Folge 6 angekommen, meine Lieben. Es ist so langsam, geht's in Richtung Endzone. Wir sind jetzt Level 43 geworden in der letzten Folge, schauen heute mal weiter. Wir sind jetzt in Shangarinaks Lager, haben in der letzten Folge unser Stigma bekommen, also unser drittes Stigma. Die nächsten Stigmen lassen schon auf sich warten. In zwei Leveln kriegen wir schon wieder eins, Level 45, dann Level 50 und Level 55. Ja, genau, was ist sonst so in der letzten Folge passiert? Eigentlich nicht so viel, wir haben ein bisschen gelevelt. Haben uns das Ganze ein bisschen angeguckt, was so alles geht. Und werden jetzt Richtung Orton Farm gehen und werden da mal ein bisschen aufräumen. Weil hier in Shangarinaks Lager kriegen wir irgendwie keine Quests. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein bisschen höherleveliges Gebiet. Deshalb werden wir da jetzt erstmal Orton Farm ein bisschen aufräumen. Ziel heute. Ich würde jetzt das Ziel gar nicht erstmal so hochstecken, aber ich denke mal, 45 ist auf jeden Fall drin. 50 wäre natürlich richtig cool, weil für die nächste Kampagne müssen wir Level 52 werden. Ne, 54 sogar. So Level 54 werden. Jo, aber hier 80% EP mit einer Quest. Das ist nice. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Gut, was ist sonst so im Laufe der Zeit passiert? Jo, es war ruhig, man merkt, dass es einfach jetzt Sommer wird, ne? Also, im Discord ist weniger los, im Forum ist weniger los. Gut, die Temperaturen da draußen tun auch ihr Übriges dazu. Dadurch, dass jetzt auch viele Bundesländer wieder... Oh, da ist ein Gladi gewesen, ich hab's gesehen. Der ist gesprungen. Dadurch, dass jetzt viele Bundesländer viel mehr Lockerungen haben wieder, sind die Leute natürlich auch mehr draußen. Die ersten Open-Air-Partys fangen auch wieder an. Verständlich, dass in Aion halt einfach weniger los ist. Ja, ich denke halt auch, oder ist mir jetzt halt innerhalb der letzten drei Wochen wirklich aufgefallen, der 7.9 ist halt wirklich so ein kleiner Füller. Oder das 7.92, den wir jetzt bekommen, ist so ein kleiner Füller für alles. Der hat nicht so viel Inhalt. Der soll uns nur so ein bisschen, ja, ein bisschen unterstützen beim Equipen, obwohl da jetzt auch nicht unbedingt viel Unterstützung ist. Muss man mal schauen. 8.0 steht hoffentlich bald an. Persönlich schätze Ende September. Sollte daher auch nicht mehr lang dauern. Dann ein kleines Update noch zu dem Willkommen Aion Classic Edition. Der Name ist noch nicht final, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Die ganze Masketragerei immer. Lässt die Nase jucken, ganz schrecklich. Jo, ich bin immer noch am Cutten. Dauert also noch ein ganz kleines bisschen. Ich denke, dass gegen Ende Juli die erste Folge hoch geht. Ansonsten, was ist geplant oder was sind so meine Ideen, die ich mir vorstellen könnte umzusetzen. Haben überlegt, wenn Longleg Level 80 ist, vielleicht ein Stream zu machen. Ist aber auch nur eine Idee. Also dann den Equipment-Prozess in einem Stream abzuarbeiten. Den Leuten, denen ich bisher von der Idee erzählt habe oder was ich dann vorhabe, stieß jetzt nicht so auf Gegenliebe oder auf Zuspruch. Deshalb bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich so durchziehen möchte. Deshalb ist da halt noch nichts final, aber gut, wir sind auch noch keine Level 80. Das Level 80 haben wir ja doch noch ein, ja, ganz schönes Stück vor uns. Wir sammeln jetzt gerade Plündererseelen.
und müssen Farmgeister umnieten. Mal gucken, wo die ganzen Dinger sind. Auf jeden Fall sind sie nicht ganz so weit vom Quest-NPC entfernt. Das ist auch schon mal ganz gut. Ja, also ich persönlich hoffe, dass der Bischi irgendwie noch ein bisschen mehr Bums bekommt. Zurzeit finde ich es nämlich, es hat vom Damage her, finde ich, abgenommen. Ne, das war am Anfang so mit dem ersten Stigma. Ging es ganz gut. Mittlerweile finde ich es ein bisschen schwach auf der Brust. Um da meine Idee. So, der hat eine Tiamat. Okay. Versagen. Oh, ganz schön schnell unterwegs, der Brudi hier gerade. Also ja, es gibt immer noch Leute, die leveln. Ich gehe davon aus, die meisten Leute, die jetzt noch leveln und eigentlich schon einen Level 80er haben, machen das eher für Turm der Herausforderung, dadurch, dass da ja auch der China-Vertrag vor 4 Wochen jetzt genervt wurde. Oder reduziert. Braucht man leider ein bisschen mehr Charaktere, um auf sein wöchentliches China-Cap zu kommen. Deshalb denke ich mal, werden viele Leute zurzeit, oder was heißt viele, Leute, die noch keine 8 oder 9 Chars hatten, da ein bisschen nachziehen. 10 muss man ja leider durchziehen. Ich bin auch dabei, auf meinem Main-Account gerade die Support-Klassen zu entfernen. Also die Support-Klassen, die kein Damage machen. Und gegen Damage-Klassen auszutauschen. Deshalb habe ich jetzt wieder so ein bisschen mehr Ahnung. Mittlerweile habe ich schon, also mit dem Eintwink, den ich gerade gelevelt habe, den habe ich gestern in 4,5 Stunden hochgezogen. Gut, aber der sah auch von den Werten her halt, ne, also eine ganze Ecke anders aus. Eine ganze, ganze Ecke. Jo. Ne, China Cap ist ja immer noch bei 480 Mille. Und es müssten halt 12 Chars sein. Ich denke aber 10 Chars durch Turm plus dann Cash Loot aus Prome, Stella. Das sollte eigentlich reichen. Dass man damit 10 Chars durch, obwohl das ja auch schon, ja, eine Zeit in Anspruch nimmt. Ne, das ist jetzt keine Aufgabe, die man mal eben so in 3-4 Stunden erledigt. Oh, was habe ich jetzt sagen? Achso, oh, die Wiesel ändert man also ein bisschen weiter. Gut, egal. Vergiftet mich, ich potte mich. Oh, reicht nicht, okay, gut. Jo, ansonsten habe ich mir schon überlegt, so was sind so die letzten Züge in dem Tutorial. Da habe ich mir schon ein kleines ja, Storyboard zugemacht. Um einfach mal. Oh, das ging jetzt aber immer noch 71%. Das machen wir noch ein bisschen, ne? Also, was heißt Storyboard? Das wird jetzt gerade so ein bisschen sehr hochtrabend dann. Einfach mal aufgeschrieben, was sind so Sachen, die während dem Leveln nicht so auftreten, die aber wichtig sind. Jetzt fällt mir nämlich gerade wieder ein, was wichtig ist. Lookbook Geschenktruhe. Die muss man ja alle 10 Level öffnen. Die hatte ich nicht geöffnet und wow, also außer Buffwood war da jetzt leider nichts gewesen. Okay. Die Geschenktruhe habe ich nämlich leider auf meinen Twinks nicht, weil die bekommt man nur entweder, wenn man ein Rückkehrer ist. Das heißt, man war mindestens 4 Wochen lang nicht eingeloggt. Oder man ist ein neuer Account. Dann bekommt man sowas. Jetzt ich mit meinem Account, der ja ganz normal bespielt wird, habe diese tollen Sachen nicht bekommen. Ein bisschen schade. Der Heiligenschein läuft auch bald ab, deshalb werde ich heute auch ein bisschen mehr aufnehmen. Also ich werde jetzt, denke ich mal, 2 oder 3 Folgen durchaufnehmen. Mal schauen, wie weit ich dann komme. Vielleicht nehme ich dann heute Abend noch ein bisschen nach der Arbeit was auf. Mal schauen.
wie ich nach der Arbeit drauf bin. Oder was meine Legion mit mir geplant hat. Weil die beschweren sich auch immer wieder so ein bisschen so, ah, du hast ja nie Zeit für uns. Und wenn sie dann irgendwas Indie-mäßig kommen, dann kommen sie sowieso immer nur mit so ganz komischen Sachen, wo ich einfach keine Lust drauf habe. In letzter Zeit ist es dann verstärkt. Jo, lass uns wieder Ara laufen. Und ich denke mir so, nein. Ich will kein Ara laufen. Lass mich mit dieser ätzenden Indie in Ruhe. Lumpengespenst stirbt vor dich hin. Ja. Ich hoffe wirklich, dass mit 8.0 vielleicht wieder ein bisschen Schwung kommt. Also großartig viel geändert wurde bisher am 8.0-Content von Korea Nix. Also die Updates, die bisher gekommen sind, waren eher kleine Bugfixes. Jetzt hoffen wir mal, dass da auch bald wieder ein bisschen was passiert. Klassik hat da in Korea auch schon lange kein Update mehr bekommen, also kein Content-Update mehr. Ist immer noch bei 1.7. Da bin ich auch gespannt, wie 2.0 umgesetzt wird. Achso, ich habe sie ja hier schon reingezogen. Da so ein bisschen was geändert wird, zum Beispiel die Handelbarkeit der Medaillen, weil die Platin-Medaillen waren ja nicht handelbar. Gold- und Silbermedaillen sind ja handelbar. Ob sich da was ändert. Nein, nicht die, die Grünacke, jo. Danke. Ja, ansonsten habt ihr irgendwelche Sachen für euer Aion-Leben für den Sommer geplant? Viele haben ja im Sommerurlaub ein bisschen mehr Zeit zu spielen. Irgendwelche Dinge, die ihr unbedingt erledigen wolltet oder erledigen wollt. Sachen farmen oder sowas. Also ich habe vor, auf meinem Painter unbedingt endlich das Stachelgear zu machen. Ich habe nämlich mein Schwarzfederzeug in die Item Collection geklatscht und seitdem habe ich kein PvP-Gear mehr. Also ein bisschen schlecht. Gut. Als Painter ist es sowieso nicht ganz so dramatisch, wenn man kein PvP-Gear hat. Weil ich finde nicht unbedingt, dass man sehr viel länger lebt, als wenn man keins anhat. Da möchte ich in den Sommerferien dran arbeiten, also in meinem Sommerurlaub, der jetzt auch bald vor der Tür steht. Weil urlaubmäßig, ach. Selbst mit den ganzen Lockerungen gibt es immer noch zu viele Einschränkungen, dass man da jetzt von einem gemütlichen Urlaub reden könnte. Da gibt es Urlaub in der Heimat. Ist auch in Ordnung. Ja, aber da hat man dann ein bisschen mehr Zeit, sich ein bisschen zu verausgaben. Ansonsten habe ich vielleicht auch noch zwei, drei andere Projekte geplant, außerhalb von Aion tatsächlich, aber auch für den Kanal. Bisschen mehr Abwechslung in den Kanal bringen. Bisher sind wir ja sehr Aion-lastig. Und da ein bisschen auflockern. Ansonsten müsste jetzt auch bald endlich das Pokémon MOBA rauskommen. Da ich auch ziemlich aktiv League of Legends spiele, bin ich da gespannt, wie das Spiel umgesetzt ist. Und wenn sie jetzt einige denken so, er wird jetzt wohl hoffentlich keinen League of Legends Content auf seinem Kanal bringen. Nein. Nein. Also ich spiele sehr aktiv, aber ich bin unglaublich schlecht. Also ich bin ja schon in Aion nicht gut. Aber in League of Legends. Das wäre eigentlich schon interessant, das als Video zu machen. Wie unglaublich schlecht jemand in so einem Spiel sein kann, das eigentlich total logisch ist.
Das ist halt echt. Aber das ist mein Talent. Ich hab nicht viele Talente, ne? Aber das ist ein Talent. Dass man echt so richtig schlecht in so einem Spiel sein kann. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Dieser 30% Lauftrank ist eine Goldverwaltung. Okay, okay. Nice. Kann man machen. Da hat sich ja in Korea einer richtig Mühe gegeben. Jetzt wird er einfach irgendwie andere Farbe geben, aber es fällt mir jetzt auch erst gerade auf, ein bisschen komisch. Jo. Ja, ein Durchgang geht noch. 66 ist in Ordnung. Mittlerweile müssten wir auch in einem anderen Levelgebiet schon wieder Quests haben. Ja, Trübsumpf 46 bis 48. Nee, dann überleveln wir hier jetzt ein bisschen. Achso, das hatte ich mich beim letzten Mal auch schon. Da kam nämlich dann per PN die Frage, was ist denn überleveln? Überleveln ist der Prozess, wenn man versucht, innerhalb eines Levelgebiets die Maximalgrenze zu umgehen. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich gehe in ein Elitegebiet oder ich gehe in ein Gebiet, das wie jetzt zum Beispiel das nächste, wo noch kurz die Karte auf, der Trübsumpf hat ja Stufe 46 bis 48. Wenn ich da sage, okay, ich gehe da erst mit Level 48 hin, dann bin ich ja im Endeffekt überlevelt, weil ich ja mit dem Endbereich des Levels da erst hingehe. Genauso verhält sich's meistens dann auch mit so Geschichten mit Elitengebieten. Ja, obwohl das jetzt mittlerweile aktuell gar nicht mehr so tragfähig ist. Früher hatte man ja wirklich Elite Farmgebiete. Da ist man dann auch überlevelt hin und nicht in dem angegebenen Levelbereich. Oder in dem Levelbereich, das die Monster vorgeben. Zum Beispiel hier bin ich auch gerade überlevelt. Das Monster hat Level 44, ich bin Level 46. Zwei Level drüber. Deshalb ist das ja auch hellgelb. Na? Hellgelb ist ja schwächer gegenüber dem, was ich mache. Oder dem gegenüber ich bin. Na, also das bedeutet überleveln. Ach ja. Was ich beim letzten Mal ja auch gesagt habe, was wir machen wollen. Den Instanzenbrowser. Wir machen einfach mal, wir gucken einfach mal. Ich melde mal den Feuertempel an. Lass die einfach mal laufen, mal gucken, was passiert. Feuertempel seit Jahrhunderten nicht mehr gewesen, gefühlt. Also gut, ja, auf Klassik jetzt aber. Ich hoffe, dass die den auch überarbeitet haben. Mal schauen, im Dreier-Battle nach Feuertempel will ich nicht. Das gibt es ja auch immer wieder. Scheiße. Jetzt habe ich den falschen angegriffen. Okay. Danke. Ja. Ich habe es ja, glaube ich, mit der Folge 2 oder 3. Erwähnt, diese Levelgebiete hier sollte man mitnehmen bis ungefähr 60%, also bis so eine Quest 60% EP gibt. Darüber hinaus lohnt sich's eigentlich nicht. Darüber hinaus ist es halt wirklich dann Zeitverschwendung, weil es halt irgendwo anders mehr EP gibt. Ja. Was hatte ich vorhin erzählt? Genau, ich habe mir Gedanken gemacht gehabt zu den letzten 2-3 Folgen von Willkommen in Ion, was dann um Equipment-Prozess geht und End-Level-Aktivitäten. Da habe ich mir aufgeschrieben, beziehungsweise habe ich mich mit einem Legi-Kollegen zusammengesetzt und mal aufgeschrieben, was denn so die Sachen die sinnvoll sind als Neuling. Wenn wir selber unsere Legion nehmen, wir auch immer wieder
langfristig Rückkehrende auf, beziehungsweise Leute, die schon durchaus länger nicht mehr in Aion waren. Und die aber planen, wieder zurückzukehren und da Hilfe brauchen. Und da haben wir uns einfach mal hingesetzt, aufgeschrieben, was sind so die Sachen, die sinnvoll wären. Beziehungsweise auch vor allem in welcher Reihenfolge. Das Ganze nicht zu einem Frustfaktor verkommt, weil das ist nämlich, glaube ich, so der größte Knackpunkt zurzeit, dass die Leute zwar zurückkommen, weil sie sich denken, ja, okay, gut, ich habe sowieso gerade nicht so viel zu tun, ich schaue mal in Aion rein. Aber stellenweise von der schieren Masse an Möglichkeiten erschlagen werden und nicht wissen, was ist jetzt gerade effektiv. Früher war es einfach so, man hat geschaut, welche Instanz ist die Endlevel-Instanz, oder man hat einfach im Dreier gefragt, was ist meine Endgame-Indie, und hat sich dann entsprechend da in die Richtung halt begeben und die Indie gelaufen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so, weil man halt wirklich nicht eine Endgame-Instanz hat, sondern man hat ja wirklich 4, 5 Endgame-Instanzen, die alle irgendwas von einem wollen und wo man immer nur irgendwelche Teile rausbekommt. Das ist halt immer so dieses, ja, könnte man Problem nennen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es wirklich ein Problem ist. Sorgt halt für ein bisschen mehr Abwechslung, obwohl man jetzt nicht unbedingt viel Abwechslung selbst damit hat. Weil man da ja auch über mehrere Runs beschäftigt ist. Nee, aber das ist wirklich so dieses, was mir so auffällt, wenn Leute zurückkehren. Es ist nicht wirklich klar, was man machen soll, beziehungsweise was halt sinnvoll ist, ne? Weil viele Leute würden ja schon gerne im Endgame-Bereich rumspringen, aber halt nicht unbedingt Zeit verschwenden. Und das ist, finde ich, absolut verständlich. Und deshalb haben wir uns da halt echt Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge gerade halt das wirklich so das Feintuning auch vom Equipment, ne? Mana-Steine, Glyphe, Stigmen, Odian, Runen, komme ich dann übrigens alles noch dazu in den entsprechenden Bereichen. So, jetzt sind wir unter 60, 59. Da würde sich jetzt streiten lassen, so 59,5%. Da könntest du aber eigentlich schon nochmal ran, ne? Ja, könnte man. Muss man aber nicht, ne? Also, ich denke mal, dass ich jetzt hier im Düsterhain. Oh, kann ich direkt überspringen eigentlich, das Gebiet, ne? Ja, auch ein Vorteil vom Überleveln. Ich werde jetzt erst gar nicht in den Trübsumpf gehen. Ich gehe direkt Düsterhain. Überspringen wir einfach ein Levelgebiet 49. Ja, einfach durchlaufen. Das passt schon. Ja, also nochmal da kurz anzuknüpfen. Es ist halt wirklich diese Masse an Möglichkeiten. So, jetzt werden einige denken, hä, Masse in Aion? Willst du mich verarschen? Da gibt's doch gar nichts. Doch. Wenn man als Rückkehrer, der mit vielleicht 4.x oder 5.x aufgehört hat, gibt es eine ganz schöne große Masse an Sachen, die man erledigen muss. Aber das fällt uns halt zum Beispiel, uns zum Beispiel, ja, immer schön lächeln, gar kein Problem. Das fällt uns teilweise gar nicht mehr auf. Einfach weil wir. Usura. Oh, 82%. Einfach weil die Sachen ja nicht von heute auf morgen gekommen sind, sondern immer so schleichend. Ne? Also Runen und Odiane sind ja mit 7.5 gekommen. Da hatten wir ganz lange Zeit. Die Glyphe ist dann mit 7.7 gekommen. Da hatten wir Zeit. Die Stigmen sind mit
6.0, 6.5 konnte man Stigmen plussen. Also man konnte Stigmen vorher plussen, aber zum Aufwerten plussen. Ist dann da gekommen. Transfus plussen ist dann natürlich mit. Shock Remove. Transfus plussen ist ja mit 7.5 auch gekommen. Das sind alles so Sachen, vor denen Neulinge jetzt stehen oder Rückkehrer, was alles im Endeffekt fast gleichzeitig gemacht werden muss, aber was halt gleichzeitig gar keinen Sinn hat, weil man die Ressourcen dafür gar nicht hat. Man muss ja auch immer ein bisschen ressourcenorientiert arbeiten. Ne? Es ist im Endeffekt wie im wirklichen Leben. Ich kann kein, also ein Haus bauen, ja, funktioniert, aber ich kann halt nicht erst mit dem Dach anfangen. Das bringt nicht so viel. Weil das Dach dürfte dann schon mal nicht unbedingt halten. Und deshalb muss ich mir überlegen, mit was fange ich denn sinnvollerweise als erstes an? Nein, ich habe die Quest. Oh nein, ich habe abgebrochen. Nein! Ja, also. Mit was fange ich als erstes an? Ja, und das kommt in den letzten Episoden dann auf jeden Fall verstärkt hat. Ne, auch halt mit Erklärung, warum. Warum erst das eine und dann das andere? Obwohl sich das auch teilweise... Da haben wir uns nämlich auch sehr lange drüber unterhalten. Das variiert wieder von Klasse zu Klasse. Ich gehe da jetzt natürlich dann speziell auf den Beshi ein. Aber werde dann auch in Kurzform die anderen Klassen mit abklappern. Was sinnvoll ist und was nicht. So, ansonsten jetzt schon mal dann die Aufforderung an euch. Wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, auf was man im Endcontent bitte eingehen soll, packt es unten in die Kommentare, damit ich das dann auch mit auf die Listen schreiben kann. Und entsprechend mit einplanen. Dass das Zeug dann halt nicht untergeht. Ja, also wir questen hier jetzt erstmal weiter. Das sieht man auch, das ist gut. Also die Mobs geben auch gut EP. Mit 100.000 ist das echt in Ordnung. Halt auch der Vorteil vom Überleveln. Ein Levelgebiet überspringen und dementsprechend im anderen Gebiet dann erstmal mehr EP kassieren. Schön, dass solche Funktionen zumindest noch funktionieren. Ja, Feuertempel läuft immer noch. Ich glaube, das will auch nicht. Keiner mag Feuertempel mehr gehen. Gut, verständlich. Ich habe es jetzt auch nur angemeldet, so aus Spaß und Freude. Also, wenn das nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Mana, da brennen. Oh, so viel Mana hast du jetzt nicht verbrannt, Bruder. Okay. Ach, ja, das ist jetzt die Quest, wo dann man dann... Stopp, da müsste ich vielleicht erst die Terrageister machen, dass die nachspawnen. Genau, und zwar ist das eine ziemlich blöd designte Quest, denn diese komischen Terrageister hier, ja, da gibt es irgendwie nur 4 Stück von und man braucht 6. Und die spawnen, glaube ich, nur alle 5 Minuten nach. Deshalb mache ich jetzt erst schnell die Terrageister. Von den Substratgeistern gibt es genug.
Schön, dass die rot sind, dann geben die 120.000. Delicious, delicious. So gefällt mir das. Okay, gibt doch ein paar mehr. Waren das die Substratgeister, die so wenig gibt? Oder hatte ich bisher immer nur Pech gehabt und es waren noch andere Leute da zum Leveln, die mir die Mobs geklaut haben? Ich glaube, ich hatte immer nur Pech. Also, bisher hatte ich da echt Probleme mit, dass da genug Mobs da sind. Wingebohira. Okay, läuft bei dir. Bats, bam. Ich glaube auch, auf Level 50 kriegen wir schon wieder eine neue Rüstung. Wäre natürlich gut. Ja, ein Terrageist fehlt. Okay, nee, hab mich doch nicht geirrt. Oh, als helfender Mensch beantworte ich kurz die Frage und Reihe. Nur im Shop für schlappe 2400 Coin. Los. So, ein Substratgeist und ein Terrageist und ein halbes Brötchen mit Mettwurst. Nein, natürlich nicht kein halbes Brötchen mit Mettwurst. Da ist noch ein Substratgeist. Ja. Aber es hat kein Terrageist mehr da, ne? Ja. Doch gut, dass ich gesagt habe, wir machen erst die Terrageister. Und dann müsste der erste Terrageist da hinten sein, den wir gefehlt haben. Ja. Und dann so, Quest abgeben. Damit dürften wir Level 49,5. Oder? Ja, 49,5 dürfen wir damit erreichen. Dann machen wir das Ganze nochmal, dann sind wir Level 50. So, Level 50 müssten wir dann, weil da standen ja bei dem komischen Baum Schugos. Ne? Blechelhändler. Das auch, also. Im Englischen heißt die Dinge Okel, Eichel. Warum heißt die bei uns? Okay. Nee, alles gut. Aber man kann halt auch Missionstor zum Level hinstellen. Geil. Das ist mal was Fancyes. Nice. So, genau. Hier sind wieder Blechelhändler. Da können wir dann gleich mit Level 50 kriegen wir da bestimmt von denen wieder was. Kriegen wir schon wieder eine dunkelblaue Quest. Ja. Grünkohleknochen. Ich mache erstmal hinten die Geister. Level mich dann und klopp mich dann nach vorne. Was soll die hier erstmal hier vorne? Die Rotthrone und die Akrinten kloppen. Ich kloppe erstmal die Geister.
Kabelwurzlagrind. Die sehen halt auch alle gleich aus. Die gleichen hatten wir doch vor der Abolus-Oase schon. Die hießen nur anders. Naja. Sowieso die ganzen schönen Mobs sind alle irgendwie verschwunden. Ich fand zum Beispiel in Estera und Nosra gab es so schöne Mobs. Gut, ich war auch ein Fan von dem Monsterbuch, das fand ich lustig. Pokédex für Arme. Das ist auch, wenn ich gerade so überlege, Klassik hat die ganzen alten Gebiete. Das ist so schön, wenn man dann die ganzen alten Eltern, Verteron, gut, Verteron war jetzt nicht so der Knüller. Yay, Level 50. Oh, wir haben 6. Ja, und eine dunkelblaue Quest. So, schauen wir uns erstmal an. Was haben wir bekommen? Fluch, Feuer, Geist. Das ist der Insta-4. Das ist schön, das Ding geht relativ schnell raus. Flammen der Pein. Schockremuskel. Vertrag der Resistenz ist... Magischer Angriff widerstehen. Beschwörung, Gruppenmitglied. Packen wir hier hin. Fluchwolke. Yes, nice. Befehl, Explosionsklaue. Okay. Machen wir ein bisschen Wuffen. Dankeschön. Wir sind immer noch ein Level drüber. Zumindest nur noch orange, nicht mehr rot. Ja, hier oben waren ja noch Substratgeister. Kommen wir danach wieder zurück und können noch den einen Terrageist glauben, der fehlt. Kauri 대상이 시야에 없습니다. Ja, ist noch. 공격할 수 없습니다. Okay. Ein Terrageist, bitte. Zu Longleg, danke. Ja, ist halt alles tot, ne? Ah, da hinten. Ingeborira und Batz. Dankeschön. So, jetzt kloppen wir noch die Akkadinten. Dann gehen wir mal zu der dunkelblauen Quest. Holen uns unsere Quest-Rüstung ab. Das ist Level 50. Da werden wir dann auch gleich mal den Schmuck dazu holen. Von den Blechelhändlern. Sollten wir eigentlich genug Blechel haben. Boah, 250, das ist in Ordnung. Ich glaube, so viel brauchen wir jetzt auch nicht. Werden wir dazu holen den Schmuck. Von 30 auf 50 upgraden, das ist in Ordnung. Achso, Flammen der Pein ist nochmal 4. Okay. Nee, nichts betäuben, betäubt dich selber.
대상이 잘못되었습니다. Ja. Den letzten Schruck, den wir hatten, war ja Level 30. Den 40er haben wir übersprungen. Jetzt nehmen wir jetzt den 50er. Ich denke, das ist... Von der Wertigkeit her könnte man vielleicht tatsächlich sogar noch bis zum 60er warten. Aber... Ich denke mal, dass wir vielleicht mit dem Schmuck nochmal 2.000 bis 3.000 TP rausholen können. Im Bestfall. Und... Das macht halt schon ein bisschen was aus. Ne? Mit 18.000 TP bin ich gerade ein bisschen schwach auf der Brust. Vor allem als Stoffi ist es halt. Sowieso nochmal ein bisschen was anderes. Da zählt ja irgendwie jedes bisschen TP, weil man auch defensemäßig, also defensivmäßig nicht so viel hat. Das Schild ist zwar ganz schön, also die Steinhaut, aber jetzt auch nicht so viel ausschlaggebend. Ne? Das sind 6000 Schutz. Gerade mir echt Flammenpfeil da auf meinen Mob geschossen. Unschön. Unfreundlich vor allem. Wir brauchen noch 300 große Bäume. Aber immerhin. Ups. Eigentlich wollten wir das bis Stufe 3 aufladen. Ei. Nein, nicht betäuben. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, so langsam wird es Zeit, vermehrt auf Bots zu setzen. Nice. So, geben wir erstmal dem Idaros die Quests an. Dann dürften wir eventuell Level 51 sein. Ja, nicht nur eventuell, wir sind Level 51. Und ist das danach 56. Wo ist das nächste Levelgebiet? Alos. Schwarztränensümpfe. Nee, wir machen hier nochmal eine Runde. Und jetzt gehen wir erstmal hier. Da wird es schon wieder. Großes Stück machen. Muss in die Yang. Zwei große Stigma-Bündel. Sehr schön. Wir haben nämlich auch zwei große Stigma-Slots bekommen. Den haben wir auf Level 45 bekommen, den auf Level 50. Machen wir erstmal wieder die Truhe auf. Das Spiel kennt er ja mittlerweile auch schon. Das Hütchen behalten. Höschen wird getauscht. Handschuhe wird getauscht. Schuhe hat immer noch keine Laufgeschwindigkeit. Das gibt es doch nicht. Ja, jetzt haben wir auch wieder eine Kugel, die gut ist. So. Große Sticken. Zyklondiener. Magische Umkehr ist ein Dispel. Höllenqual. Geistheilung. So, diesmal hier hin, dass das vielleicht auch alle lesen können. Haha. Ruinöser Angriff ist ein Geisterskill. Stigma der Macht. Okay, also. Ich hole mir jetzt erstmal Höllenquallen, weil ich weiß, dass das Ding macht Damage. Und Zyklondiener macht auch Damage.
So, ich habe keinen Stigma-Meister hier. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Jetzt eigentlich mittlerweile... Nö, ich warte seit einer halben Stunde. Das kriege ich einfach nichts. So, Fähigkeiten. Das Ding packen wir hier hin. Das Ding packen wir hier hin. So. Also, wir sind jetzt Level... So, Schmuck. Und die ist sogar noch besser. 12. Und noch eine bessere Kugel ist immer noch. Eine Kugel ist... Und hier Damage machen. Accessoires. Wir sind immer noch magisch. Wir haben uns 2 Ohrringe, eine Halskette, 2 Ringe und ein Gürtel. Und weil wir so krass unterwegs sind, holen wir uns noch Magiefeder. Oder Flügelfeder. Armband. Ich bin nur 76. 4. Ah, 12. Und holen wir uns noch 3 Legendary Pots. Oder nehmen wir... Nee, wir sparen. Wenn wir hier nicht vierfache Menge uralte reicht. Ja, das ist in Ordnung. Ihr habt 196 Blechel benutzt. Aber logisch haben wir das. So, starten wir uns doch erstmal mit einem neuen Equipment aus. Armband, Flügel. So. Das alte Zeug raus. Irgendwas noch Level 30 an. 50. Jo. Hat auf jeden Fall mehr als die 3000 TP gebracht, die ich gedacht hatte. Jetzt werden wir uns noch die Kugel gönnen. Bei Fusionieren brauchen wir das jetzt nicht, ne? Ne, kann man auch gar nicht fusionieren. Okay. Bei den Pots. Angriffsgeschwindigkeit, Grasgeschwindigkeit. Das sinnvoll, das gibt es sowieso nicht. Eine Mischmasch-Transfo bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also nehmen wir das Mäh. Reicht für den Anfang. Voll und ganz. Machen wir so. Machen wir so. Sieht gut aus. Aber noch 50 von diesen Eichelbündeln. Und rein theoretisch müsste ich eventuell mir mal überlegen, irgendwie einen Händler aufzusuchen. Die können wir da hier reinziehen. Alles Sachen, die bald raus müssen. Gut. Kommt auch noch dahin. Und Level 55 können wir dann das nächste Mal die Lookbook-Truhe aufmachen. Das stoppt man danach eben auf. Das ist ja der schöne Skin. Den haben wir letztes Mal schon gedroppt. Jo, gut. Also, wir sind Level 51. Wir gucken, dass wir Level 52 werden und dann erstmal Schwarztränensumpf gehen und dann Kisha Beobachtungsdorf. Ich denke, dass wir da mit Level 54 eine Kampa kriegen, dass wir hier uns dann da in die Richtung aufbrechen dürfen. Jo. Das haben wir alles erreicht. Wir haben uns auch ein Level 50er Equip geholt. Stehen jetzt mit 21.000 TP da. Das ist schon mal wesentlich besser als vorher. Haben wir allerdings jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit auf dem Tacho von unserem krassen Segen Engelring. Ja, 5 Tage. Da werde ich jetzt heute noch ein bisschen weiter schauen, dass wir zumindest Level 70 werden. In den nächsten Folgen. Auf jeden Fall dann danke ich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bleibe jetzt noch hier, nehme noch 2 Folgen auf. Und in dem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.